ihr Lieben, heute mal etwas anders, etwas neu, andere Kulisse und ich mache heute mal die Tagesschausprecherin. Aber ich habe euch ja versprochen, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, was man anders machen könnte. Und das resultiert immer alles aus den persönlichen Terminen, die ich mit euch habe, dass ich feststelle, dass sich viele Fragen wiederholen und mir überlegt habe, jetzt auch allgemeine Videos anzubieten. Also es wird heute weniger ums Kartenlegen gehen. Ich werde jetzt jeden Mittwoch, ich nenne es Seelenapotheke, eine Art Sprechstunde durchführen, in der ich ein paar Dinge beleuchte. Und das erste Thema, das heutige Thema ist der Rückzug deines Gegenübers. Warum ist es so schwierig? Warum zieht er sich zurück? Gerade am Anfang des Seelenpartnerprozesses ist das immer so deine Denke. Das kannst du gar nicht nachvollziehen nach einer kurzen, wunderbaren, schönen Zeit miteinander, wo man die Liebe füreinander entdeckt hat, ist er plötzlich weg und verhält sich ganz komisch, reagiert auf keine Nachrichten, geht nicht ans Telefon, ruft dich freiwillig nicht an und du denkst, hallo, was ist da passiert? Was habe ich falsch gemacht? Du hast überhaupt nichts falsch gemacht, denn ja, das, worum es da bei ihm geht, sind einfach Dinge, die du ihm spiegelst, die du ihm aufzeigst und das sind einfach leider auch Ängste, mit denen er sich erstmal auseinandersetzen muss. Und ich habe heute einfach mal ein paar Ängste aufgeschrieben, brauche heute ein bisschen Hilfe, damit ich nicht einfach so sinnlos durch die Gegend quatsche und habe euch ein paar Ängste aufgeschrieben und möchte ein paar Beispiele dafür geben, um euch auch zu erklären, eben was in dem anderen vorgeht. Und dass das alles halb so schlimm ist und wie du entsprechend reagieren kannst. Fangen wir mal an. Also, das Erste, was sich bei Seelenpartnern ganz häufig zeigt, ist die Angst vor der Liebe. Das heißt, sein Ego spielt ihm vor, dass er verletzt werden könnte, dass das mit dir wehtut und damit fällt es ihm schwer, sich auf diese Liebe einzulassen. Ne? Das ist ganz häufig, hängt das damit zusammen, dass er ungute Erfahrungen in anderen Partnerschaften gemacht hat. Ich sage öfters mal in meinen Videos, häufig hast du schon das Problem, dass du deiner Vorgängerin ähnlich siehst, ja? Dass er dann Dinge, die er unschön mit ihr erlebt hat, auf dich projiziert und ja, du damit schon wieder eine Schublade bei ihm gepackt wirst und er für sich resümiert, ich werde verletzt. Es wird mir mit ihr genauso passieren wie mit der anderen. Ja? Das könnte ein Thema sein, es kann aber auch aus alten Leben heraus resultieren. Also wenn ihr in einem früheren Leben miteinander schon einen Vertrag hattet, eine Liebe nicht leben konntet, dann, wenn wir einfach mal ein Stückchen zurückschauen, zum Beispiel ins Mittelalter, war eine Liebe häufig mit Lebensgefahr auch verbunden. Ne? Wenn ihr aus unterschiedlichen Ständen gekommen seid, du warst die Königin und er hat am Hof gearbeitet und ihr habt euch ineinander verliebt, dann war diese Liebe fast unmöglich oder in damaligen Zeiten eher unmöglich. Und da ist einer von euch beiden eher dann auch Gefahr gelaufen, das Ganze nicht zu überleben. Und diese alten Wellen schwingen irgendwo immer noch mit. Ne? Egal wie die Situation war, es war jetzt einfach mal nur ein Beispiel dafür, dass du verstehst, was es auch sein könnte, was im Unterbewusstsein mitschwingt und diese Angst vor der Liebe erzeugt. Aber Angst vor der Liebe heißt häufig auch Mutterthema. Und ich analysiere in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Geburtsradixe. Und ihr könnt mal drauf wetten, dass ja, bei den Seelenpartneranfragen, die ich bekomme, fast jedermann ein Mutterthema hat. Ich rede jetzt immer von der männlichen und weiblichen Seite. Ihr ordnet euch dann bitte so ein, wie ihr das in eurer Beziehung für richtig haltet. Ja, du als Zuschauer bist für mich immer die Frau und dein Gegenüber ist hier in dem Beispiel immer der Mann. Ja, also Mutterthema bedeutet, dass er als Kind schon diese Liebe seiner Mutter nicht erfahren hat und ja, die Liebe, die er nicht bekommen hat von der ersten Frau, die ihn lieben sollte, macht ihm das Leben eben auch schwer, weil er dann immer wieder Angst hat, dass ihm das mit einer anderen Frau genauso passiert. Das sind Männer, die häufig beziehungsunfähig sind, ne? Ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, aber
wenn die Mutter das Kind nicht geliebt hat, den Jungen nicht geliebt hat, dann verankern sich eben auch alte Sätze in seinem Kopf, die zum Beispiel heißen könnten, lass dich nicht auf die Liebe ein oder ich werde von keiner Frau mehr verlassen, ich verlasse. Ja? Das sind ganz böse Dinge, die sich seit Kindheitstagen einfach verankert haben können. Und da muss man an einer anderen Stelle arbeiten und erstmal das Mutterthema lösen, was natürlich schwierig ist, weil dein Gegenüber sicherlich gar nicht offen ist für ein Gespräch. Ja? Aber ganz wichtig ist es auf jeden Fall, dass er dich nicht bewusst verletzt. Ja? Er schiebt dich weg, er schiebt dich beiseite, er redet sich bestimmte Dinge ein, er sagt vielleicht auch mal unschöne Worte, aber im Grunde seines Herzens liebt er dich und diese Liebe macht ihm einfach Angst. Ja? Dieses dolle Gefühl, dieses den anderen haben wollen, macht ihm Angst und du kannst dem Ganzen an sich nur damit begegnen, indem du eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Coolness an den Tag legst. Weil das kennt er nicht aus früheren Beziehungen. Ja? Indem du ihn mal machen lässt, indem du ihn im Rückzug lässt, indem du ihn nicht mit Nachrichten und Anrufen bombardierst, indem du dir sagst, okay, wenn er für mich bestimmt ist, kommt er schon wieder. Ne? Also diese Coolness kennt er nicht und mit der Coolness kann er nicht umgehen. Weil er früher von anderen Partnerinnen, bei denen er so reagiert hat, das ist ja nicht, du bist ja nicht die Erste, wo es um Rückzüge geht und bist nicht die Erste, wo er in die Einsamkeit geht, sondern das ist ihm auch in früheren Beziehungen schon begegnet und du bist aber vielleicht die Erste, die cool darauf reagiert und die sagt, okay, nicht mein Thema, wenn er mir an den Kopf wirft, dass er mich nicht liebt, ja? Es ist sein Thema. Ne? Ich liebe ihn und ich bleibe in der Liebe und ich bleibe in dem Vertrauen und alles andere darf er für sich bearbeiten. Und das bringt viel, viel mehr als dagegen zu schießen, Dinge zu hinterfragen, ne? Wie das dann so häufig kommt, dass man sagt, aber fühlst du das nicht auch, was ich fühle? Das muss doch in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen auch Liebe sein. Also das bringt alles nichts, dem Ganzen hinterher zu laufen und vielleicht auch wütend zu sein, zu sagen, du Arsch, und warum hast du mich überhaupt angesprochen? Bringt nichts, ne? Lass ihn. Und wenn ihr zusammen gehört, versteht er, dass er keine Angst haben muss vor der Liebe, dass du anders bist als die anderen Frauen, dass du anders bist als seine Mutter, die ihn nicht lieben konnte und verlassen hat. Schauen wir auf die nächste Angst, die Verlustangst. An sich ist es so, dass jemand, der die Angst vor der Liebe hat, gerne auf jemanden gerät, der Verlustangst hat. Also zuerst zeigt sich die Verlustangst im Seelenpartnerprozess natürlich bei dir. Ne? Er ist weg und du denkst, es war doch so schön und jetzt habe ich ihn verloren. Totaler Quatsch, hast du nicht. Seelenpartner kannst du nicht verlieren und man kann schon niemanden verlieren, der einem nicht gehört. Das ist schon mal ein erster Grundsatz. Und im späteren Verlauf des Seelenpartnerprozesses zeigt sich die Verlustangst aber auch bei ihm. Ja? Also dann, wenn er gemerkt hat, du bist diejenige, die ihm zuhört, du bist diejenige, die ihm gut tut, du bist diejenige, auf die er sich verlassen kann. Wenn er dann von dir nichts mehr hört, wenn du im Rückzug bist, ja, dann kommt die Verlustangst bei ihm. Und das Zauberwort, was es für Verlustängste gibt, ist Loslassen. Ja? Ich habe es eben schon gesagt, was du nicht besitzt, kannst du auch nicht verlieren. Und das ist so ein bisschen Änderung der Gedanken, wechselt das auf eine andere Spur. Du brauchst niemanden, um glücklich zu sein. Du kannst allein glücklich sein. Natürlich ist es viel schöner mit dem anderen. Es ist das i-Tüpfelchen, es ist schön, mit ihm was zusammen zu unternehmen. Aber du brauchst ihn nicht, um ein glückliches Leben zu führen. Und das musst du dir auch immer wieder sagen. Und genauso wird es ihm gehen. Wer Verlustangst hat, zeigt auch einen mangelnden Selbstwert. Ja, das ist häufig bei deinem Gegenüber so, wenn er sich dann fragt, ja, was will die eigentlich von mir? Was habe ich ihr eigentlich zu bieten? Ne? Also dieses, zum Beispiel, man würde aus unterschiedlichen finanziellen Verhältnissen kommen, dann hat er vielleicht das Problem und sagt, oh, bei
bei mir sieht es aber nicht so rosig aus, was meine Finanzen angeht. Ich kann die nicht jeden Abend zum Essen einladen und ins Kino und tanzen und was weiß ich was. Dass du das gar nicht willst und dass du das gar nicht brauchst, das sieht er in dem Moment nicht. Ne? Also er hinterfragt seine Situation. Ne? Oder auch von seiner Person her, also nicht nur auf das Materielle bezogen, sondern von seiner Person her. Was will die mit mir? Das ist eine starke Frau, die selbst für sich selbst sorgen kann. Warum braucht die mich? Ja? Das sind so Dinge, die er hinterfragt. Und wie gesagt, Verlustangst hat eben auch was mit Selbstwert zu tun. Und das muss er auch heilen. Jetzt hatte ich mir mal so Karten parat gelegt. Die Angst vor der Liebe wollte ich euch nochmal über die zwei Karten zeigen. Über den Mond und über das Herz. Das hatten wir ja gerade schon. Wir hatten jetzt die Verlustangst, Mond und Mäuschen. Und wir kommen jetzt die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Auch eine sehr beliebte Angst beim Gegenüber. Er hat einfach Angst, auf sein Herz zu hören und nicht auf seinen Kopf. Ja, also es ist häufig eben der Kopfmensch dein Gegenüber. Das, was er denkt, bestimmt sein Leben und sein Kopf hat ihn auch weit gebracht in seinem Leben. Und er hat einfach das Thema, dass ihm sein Herz Dinge sagt und damit spricht seine Seele, die er nicht wahrnehmen möchte, ja, die ihm Angst machen, weil er noch nie auf sein Herz gehört hat, weil er immer seinem Verstand gefolgt ist, weil er jemand ist, der sich zum Beispiel über den Beruf definiert. Ja. Sein schlaues Köpfchen und seine klugen Ideen haben ihn immer weitergebracht. Sein Beruf hat ihm Sicherheit gegeben. Sein Beruf hat ihm die nötigen Finanzen ins Haus gespült. Ja. Und jetzt plötzlich kommt da jemand und spiegelt ihm, dass das Wichtigste im Leben die Liebe ist, dass die Liebe die stärkste Kraft im Universum ist, dass man in Liebe und mit Liebe alles erreichen kann. Und plötzlich bröckelt alles um ihn herum. Ja, also dieses Umswitchen von Kopf, lass doch das Herz auch mal zu, das ist für ihn ganz schwer. Und damit gerät seine Welt ins Wanken, seine sicheren Mauern, die er durch bestimmte Regeln, durch bestimmte Glaubenssätze hatte, die eben seine Kontrolle ausgemacht haben, geraten ins Wanken. Deswegen ist diese Angst auch sehr häufig vertreten bei eurem Gegenüber. Gut, dann haben wir die Angst vor dem Leben, die Angst davor, glücklich zu sein. Deswegen habe ich hier die Sonne genommen. Ja? Manche können ihr Glück nicht fassen, hat auch was mit Selbstwert zu tun. Aber die Angst vor dem Leben ist auch ein Thema, was sehr schwer wiegt, weil manche Menschen einfach nicht lebensfähig erscheinen. Ja? Da können auch andere Ängste noch mit reinspielen, wie zum Beispiel die Angst vor der Liebe. Aber es kann zum Beispiel auch die umgekehrte Version sein. Ich habe euch gerade über das Mutterthema erzählt bei der Angst vor der Liebe, also wenn die Mutter nicht da war und diese Liebe nicht geben konnte. Die Angst vor dem Leben kann auch dadurch entstehen, weil die Beziehung zu einem Elternteil extrem groß ist. Also zum Beispiel, die Eltern haben sich getrennt und der junge Mann ist bei seiner Mutter groß geworden. Und die Mutter versucht natürlich, den Vater auch zu ersetzen. Und die Trennung, die sowieso schon ein schlechtes Gewissen in ihr ausgelöst hat, weil sie die Liebe mit ihrem Mann nicht leben konnte, versucht sie jetzt auf das Kind zu projizieren. Ja? Also der wird überschüttet mit Liebe. Der kriegt alles, was er haben will, der darf alles, ja. Und dadurch erzeugt die Mutter eine extreme Bindung. Das sind dann häufig auch diese Beziehungen, wo sich die Mutter in die Partnerschaft einmischt, ja. Wo es dann heißt, jeden Sonntag Mittagessen bei Mama. Wo es dann heißt, man wohnt noch bei Mutter, obwohl man schon die 40 weit überschritten hat. Das ist dieses andere Extrem, ja. Diese Angst vor dem Leben, weil man zu sehr gebunden wurde an eine Person, die eben Mutter oder Vater sein kann. Weil einer der Partner dann den anderen ersetzt hat und damit Dinge, die man als schlechtes Gewissen bezeichnet, versucht auch wieder gut zu machen. Ja, die Liebe ist auch mit diesen Menschen schwierig, weil es ganz häufig dazu führt,
wenn man Angst vor dem Leben hat, versucht man sich in Drogen, Alkohol und manches sogar in der Todessehnsucht zu ertränken. Also es ist eine sehr schwierige Form, ne? Weil man selbst allein das Gefühl hat, sein Leben nicht steuern zu können, sein Leben allein nicht leben zu können und dann sich versucht in Süchten, in einer Traumwelt wiederzufinden, weil man mit dem Leben hier auf Erden nicht klarkommt oder in dieser Inkarnation nicht klarkommt. So, dann haben wir als nächste Angst, die Angst vor der Hingabe. Und da habe ich die Lilie als passende Karte dafür gewählt. Ja, die Angst vor der Hingabe. Dein Liebster hat vielleicht die Angst, sich in dir zu verlieren. Ja? Er ist so fasziniert und so begeistert von dir. Die Anziehungskraft ist extrem stark zwischen euch. Ja? Er hat sowas vielleicht noch nie gespürt, dass diese intensive Herzlinie, diese Seelenverbundenheit, diese telepathische Verbindung zwischen euch da ist. Und er hat einfach Angst, dass diese Liebe ihn erdrückt, dass er sich selber aufgibt. Ne? Das sind so häufig die Eremiten, das sind die Einsiedler, die zurückgezogen leben, die haben ganz häufig die Angst vor der Hingabe. Gehört auch so ein bisschen dazu die Angst davor, dass du sein Leben verändern könntest. Ja? Dass er sich auf Zweisamkeit einstellen darf, dass er vielleicht den ein oder anderen Kompromiss auch eingehen darf, wo er früher in Eigenverantwortung gehandelt hat, eigene Entscheidungen getroffen hat. Aber man muss sich da auch immer wieder vergegenwärtigen, dass zum Menschsein dazugehört, dass man mit anderen Menschen kommuniziert, dass man mit anderen Menschen lebt, dass man sich mit anderen austauscht, dass man sich gegenseitig hilft, dass man Dinge des Lebens auch teilt und das auch sehr heilsam für einen ist. Es gibt verschiedene Studien, in denen herausgefunden wurde, dass Singles nicht so häufig, also nicht so lange leben wie Menschen, die als Paar zusammenleben. Wir Menschen sind einfach nicht für die Einsamkeit geschaffen. Es ist schön, auch selbst für sich Zeit zu finden, selbst in den Rückzug gehen zu können, selbst in die Stille gehen zu können, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Aber es gibt einfach auch Zeiten, in denen es wichtig ist, dass jemand anders da ist, dass die Nähe auch da ist. Ne? Also das hat man auch bei Studien rausgefunden, wo man sich in Altenheimen und Pflegeheimen aufgehalten hat, dass die Menschen, die eine Massage zum Beispiel bekommen haben oder einfach Berührung von jemandem anders bekommen haben, ne? Also wenn man einsam in so einem Altenheim ist, sich da zwar immer mal mit anderen Menschen trifft, aber das Umarmen, das sich in den Armen liegen, das sich küssen, das sind ja auch Dinge, die bei uns im Körper chemische Reaktionen auslösen, wo dann also das Adrenalin hochschießt, wo Endorphine ausgeschüttet werden, die Glückshormone, wo man einfach auch seinen Zellen was Gutes tut. Ja? Ich habe jetzt noch nicht von Sex gesprochen, der auch für den Körper wichtig und gut ist. Es geht jetzt einfach nur darum, Nähe zu haben, Berührung zu haben. Ne? Also es muss einem auch klar sein, dass die Zeit, sich allein zurückzuziehen, sich allein auf einen Berg zu begeben, was auch immer, und die Stille für sich haben zu wollen, gut ist, aber dass auch die Zweisamkeit, die Partnerschaft, dieses jemanden anderen berühren, fühlen, mit jemandem anderen zusammen sein, lebenswichtig für uns Menschen sind. Und deswegen sollte er daran arbeiten, die Angst vor der Hingabe loszulassen. Letzte Angst, die ich noch habe, dafür zeige ich euch den Mond und die Wege. Und damit ist klar, das ist die Angst vor der Entscheidung, das ist die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Dein Liebster hat vielleicht den Rückzug gewählt, weil er dich über alle Maßen liebt, das sowieso, aber weil er Angst davor hat, dass ihr eine kurze, schöne Zeit zusammen habt, er sich also für dich entscheidet und sagt, du bist die Liebe meines Lebens, ich will mit dir zusammen sein, dann wohnt ihr 4 Wochen zusammen und dann sagst du, habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt, so prickelnd wie in den ersten Momenten ist es leider im Alltag dann doch nicht mit dir. Ja, das ist diese Angst davor, dass er sich für dich entscheidet und du
im Zusammenleben, im Alltag einfach merkst, dass das vielleicht nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Und auch da stecken wieder Zweifel dahinter, da steckt das Selbstwertthema dahinter. Ne? Also er scheint auch jemand zu sein, der von sich selber keine so große Meinung hat. Ja? Wenn er jetzt schon glaubt, ohne es ausprobiert zu haben, dass das genauso wird wie in früheren Partnerschaften, dass das mit dir nicht gut gehen wird, weil du vielleicht zu stark, zu selbstbewusst, zu kraftvoll für ihn bist, dann steckt da die Angst vor der falschen Entscheidung dahinter, die er loslassen darf. Ja? Weil auch eine starke Frau möchte sich gerne einmal anlehnen und braucht eine Schulter an, der sie nicht weint, sondern an der sie einfach sich geborgen fühlt, sicher fühlt. Und da muss nicht immer der Prinz in der silbernen Rüstung auf dem weißen Pferd da sein, den sich alle Frauen wünschen, sondern da reicht es vielleicht auch, wenn die Rüstung schon Beulen hat und nicht mehr glänzt und der Ritter auch kein dunkles, sondern weißes Haar hat. Also all diese Ängste, die er da hat, sind total unbegründet. Aber das ist eben auch erstmal wichtig, es zu verstehen. Und dafür braucht dein Liebster den Rückzug. Ja? Also so schwer, wie dir das fällt, wenn er das erste Mal im Rückzug geht, wenn es häufiger vorkommt, wirst du dich dran gewöhnen. Aber du wirst auch cooler damit umgehen können. Und du weißt, dass diese Rückzüge auch für dich ganz gut sind, weil die Rückzüge eben auch bedeuten, dass du Zeit für dich hast, dass du Zeit hast, an deinem Leben zu feilen, an deinen Leidenschaften zu feilen. Es ist ja nicht nur so, dass der Seelenpartner in dein Leben kommt, um eine großartige Liebe mit dir zu leben, sondern der Seelenpartner taucht eben auch auf, um dir zu zeigen, was an deinem bisherigen Leben nicht optimal gelaufen ist, dass deine Seele andere Vorstellungen hat, dass du große Leidenschaften hast, denen du nachgehen darfst. Das ist vielleicht das Malen, das ist für andere das Heilen, die Gesundheit. Ja? Also ein Seelenpartner kommt immer dann auch ins Leben, wenn du etwas an deinem Leben verändern sollst, wenn du etwas an deinem Leben in eine andere Richtung lenken sollst. Und dafür hast du dann halt Zeit. Wenn er im Rückzug ist, kümmere dich gut um dich, kümmere dich gut um deine Leidenschaften. Sieh es als ja, auch als Geschenk an, Zeit für dich zu haben, Zeit für deine Dinge zu haben. Ja? Gut, ich hoffe, ich habe euch heute ein bisschen Aufklärung geben dürfen über die Ängste eines Seelenpartners, die Ängste im Seelenpartnerprozess. Natürlich können auch die Ängste, die er hat, deine Ängste sein. Ich habe, wie gesagt, hier immer von ihm gesprochen, als derjenige, der Angst hat. Das kann natürlich im umgekehrten Fall auch eine weibliche Person sein. Seht es mir einfach nach, es macht sich leichter. Ansonsten komme ich immer wieder aus dem Thema raus, wenn ich versuche, alles umzudenken und umzumodeln. Ihr wisst selber, wo ihr in eurer Beziehung steht, wer ihr seid, Männlein oder Weiblein, welche Position ihr einnehmt, auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg im Seelenpartnerprozess. Ich wünsche euch viel Geduld. Ich wünsche euch Verständnis für den anderen. Ich wünsche euch eine andere Perspektive, eine andere Sicht auf die Dinge. Nicht immer nur danach zu schauen, was will ich und was kriege ich gerade nicht, sondern auch darauf zu schauen, wie sich die Situation an sich darstellt. Und was das für dich bedeutet. Nimm den Spiegel an, lass dir den Spiegel von dem anderen auch zeigen und arbeite an dem, was du für dich erkennst. Ja? Auf der anderen Seite kannst du wenig tun. Wenn er verschwunden ist, kannst du keine Anregung geben, kannst du ihm nicht helfen, kannst du nicht bei der Heilung unterstützen. Ja? Wenn er für sich sein will, muss das so sein. Und dann ist das eben auch die Zeit, die du nicht beeinflussen kannst. Das ist häufig das, was wir Kartenleger euch versuchen nochmal klar zu machen, dass Zeiten für das Universum nicht wichtig sind, schwer zu bestimmen sind und auch davon abhängen, was auf der anderen Seite passiert. Ja? Wichtig ist für dich, geh in die Akzeptanz, beschäftige dich mit den Dingen, die dich aus diesem Seelenpartnerprozess heraus weiterbringen
Und alles andere, was dich nicht weiterbringt, lass es los. Und lass es vor allem fließen. Wenn die Dinge fließen, wenn die Dinge in den Fluss geraten, wenn du in der Liebe bleibst und im Herzen dabei bist, dann wird sich alles regeln und dann wird sich alles schneller regeln, als du sehen kannst. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, euch hat die erste Folge aus meiner Seelenapotheke gefallen. Ich feile schon am nächsten Thema. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die ich rüberbringen möchte. Natürlich muss ich auch gucken, dass ich euch das verständlich klar mache. Aber ja, wie gesagt, aus der Praxis für die Praxis. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich freue mich über eure Kommentare auch zu diesem Video jetzt, ob dieses Format euch gefällt. Und ja, sage euch bis bald, bis wir wieder Karten legen, bis wir dann wirklich in die Karten auf eure Situation schauen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.